Hauptsegel! Ah, ich soll mit dem Mörser aufhören. So, jetzt können wir ein Go machen auf ihn. Verfluchte Augen! Bereit zu feuern, Sir! Uns geht die Fahne. Feuer! Ja! 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 Feuer! Jetzt gegensteuern. Arm- und Maßregel festzurren! Na los! Sollen wir ihn versenken, Captain? Wir hätten eine gute Chance! Nein. Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. An die Kanone! Noch mehr Futter für euch im Anmaß! Und jetzt entern wir ihn. Oh, mit dem Wurfpfeil töten. Dann kriegen wir das da oben noch. Ich habe noch genau einen Wurfpfeil. Das versuchen wir doch mal, ob wir Roberts mit dem Wurfpfeil töten. Hey, Jupiter Edward Kenway. Es schmeichelt mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Bessere von uns den Zweitbesten besingen. Ups, war egal. Bin ich unten gelandet, ist nicht so schlimm. Ah, fuck. Ist es dein Ernst? Jetzt werde ich erledigt von so kleinen Piraten. Ja, es ist nicht zu fassen, oder? Ah, entern, okay. Ja, zum Glück bleibt es mit dem Entern. Das wäre das ja jetzt extrem dumm geworden. Na gut, ein Wurfpfeil muss ja nicht sein, aber wäre schon cool, die 100%ige Synchro zu kriegen hier. Jetzt habe ich keinen Wurfpfeil mehr. Na egal. Erledigt. Ein frohes und kurzes Leben, wie versprochen. Wie gut ich mich doch kenne. Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Oh, ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen.
So, Erinnerung 2 beendet. Und bleibt es noch Erinnerung 3 und dann sind wir in Sequenz 12. Erinnerung 3 selbst ist schon eine schwierigere. Da wir uns jetzt in der Stadt fast nur mit gegnerischen Wachen befinden werden. Verdorbenes Blut. So heißt die Mission. Warten, bis der Ladebalken weg ist. Und dann kann's losgehen. Ah, Captain Kenway. Ich vermute, das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker gingt. Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Ei. Todes glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her. Er hat recht. Ein widerliches Ding. Ist es das, was ich glaube? Ei, seht her. Mit dem Blut des Gouverneurs können wir durch seine Augen sehen. Das ist bei der Kirche. Verwahrt es gut. Nur für den Fall. Ich bin in meinem Büro. Viel Glück. Okay, hier sehen wir schon sehr viele Wachen. Deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir da jetzt am geschicktesten reinkommen. Ah, fuck. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Da ist er. Ja, eigentlich will ich nur da hoch, Mann. So. Wir müssen jetzt nämlich verfolgen. Das Ganze geht ein Stück. Deswegen ist es gut, dass wir auch hier oben sind. Wir werden auch gleich sehen, warum. Ahora qué. Marques. Oh, yes. Tu gottverdammtes Monster. Gracias, señor. Esos prisioneros. Cállate. Bien. Continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la pata.
Victoria. Tengo un disparo claro. No tienes escapatoria. Amigo mío, te tengo encañonado. Okay, das ist ein bisschen dumm, weil die Schützen uns gesehen haben. Ja, wir kriegen das hin. Notfalls mit Schlafpfeilen. So, er ist bald auch da. Oh, fuck. So, er ist bald am Ziel. Bedeutet wir natürlich auch. So. Da geht er hin. Er geht da rein, in diese große Festung. Da müssen wir auch gleich rein. Zuvor natürlich erstmal diese paar Gegner hier erledigen. Typischer Fehler, man kann die zwei hier nicht anvisieren. So, wir erledigen die, die uns sehen. Und jetzt muss ich überlegen, wie wir da wieder reinkommen, weil das Reinkommen war auch sehr schwierig. Ich vermute aber mal von hier, oder? Ja, das sieht doch sehr gut aus. So, gleich sind wir drin. Und dann kommt eigentlich auch erst das Schwierigere. So. Das war dumm, hat aber funktioniert. Ich gucke, dass wir erstmal noch ein bisschen Munition für die Schlafpfeile kriegen, eventuell bei denen hier. Was ich nicht glaube, nee, aber normale Pistolenkugeln ist auch gut. Sehr gut, die haben keine Wachen gerufen. Hier ist aber ein Schütze, der jetzt wieder wegläuft. Okay.
bleiben nicht mehr so viele Gegner. Sehr gut, den hätten wir auch noch. So, das waren hier oben auf jeden Fall erstmal alle. Jetzt kommen wir zum schwierigeren Teil, und zwar unten die Gegner. Ist nämlich ein ganzer Haufen. Plus ein ganz, ganz großer. Deswegen würde ich sagen, Berserkerpfeile. Ah, die großen brauche ich. Genau. Das war's, Torres. Scheiße. Das wieder, hä? Alto! Quiero hablar contigo. Und wenn ich dich erschieße? Lass mir die Kleinen hier erledigen. Den hier. Und als nächstes den ganz großen hier. Es geht zum Glück mit dem Schießen, und wir haben ja mehr als genug Munition hier. Das war's. Wenn du sprechen könntest, Freund, würde ich gern deine Version hören. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre, und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Mögest du ewigen Frieden finden. Unten bei den Toten. Okay. Der ist erledigt. Und jetzt müssen wir entkommen. Genau hier. Das Einfachste ist einfach hier hochspringen. Und anschließend hier wieder nach unten. Und dann einfach wegschwimmen. Beziehungsweise hier hoch, genau. Wenn die Gegner kapiert haben, wo wir lang sind, sind wir bereits über alle Berge. Das Assassinenbüro erreichen, das war da drüben. Das sind auch ganze 400 Meter. Und sobald uns Gegner sehen, sind wir direkt wieder gesucht. Deswegen auch hier vorteilhaft die Dächer natürlich. Das
So, noch 250 Meter circa. Dann wäre auch die dritte Erinnerung zu Ende. Und wahrscheinlich auch Sequenz 12. Dann bleibt nur noch eine Sequenz. Und das Spiel wäre beendet. Ich vermute aber, in der letzten Sequenz werden wir eh nochmal mit einigem konfrontiert. So, da hinten ist das Assassinenbüro. Da halten wir auch den Totenkopf wieder zurück, den wir freundlicherweise zur Aufbewahrung abgegeben haben. Oh. Wir hörten, dass Torres die Stadt verließ. Wen habt ihr verfolgt? Auf dem Gefäß stand Torres. Es enthielt aber das Blut seines Sekundanten. Wo ist er hin? Am Morgen verließ er den Hafen. Westlich, entlang der Küste. Das Observatorium. Folgen wir ihm? Benachrichtigt Atabai. Torres sitzt in der Falle. Sehr gut. Erinnerung 3 beendet. Bedeutet Sequenz 12 auch zu Ende. Und wir haben mitbekommen, dass Torres auf dem Weg zum Observatorium ist. Sprich, das ist auch unser nächstes Ziel in Sequenz 13, Erinnerung 1. Und jetzt können wir endlich wieder normal weitermachen, ohne die Erinnerung einzeln nochmal nachzuspielen, sondern ganz normal Hauptstory machen. So, wenn das Speichern hier zu Ende ist und der Ladebildschirm zu Ende ist, würde ich aber auch sagen, mache ich an dieser Stelle erstmal einen Schnitt. Also hier sehen wir es. Ja, Sequenz 12 beendet. Und das nächste wäre tatsächlich... Oh. Okay, man sieht die Hauptmission nicht. Ah gut. Die werden wir aber irgendwann finden. Die Hauptmission, die nächste. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!